Ich bin wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich auch ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen. Dazu müssen Gespräche geführt werden, die auch wirklich den Weg ebnen. Und das bedeutet vor allen Dingen auch mit den Ländern. Aber vom Ziel her sollten wir, wenn diese Daten relevant sind, in den Besitz dieser Daten kommen. In engem Kontakt mit den zuständigen Bundesländern, es sind immer mehrere, hat ja die Bundesregierung schon vor 2 Jahren im Fall der Daten aus Liechtenstein eine Entscheidung getroffen. Und der Fall, der jetzt die Medien beschäftigt, liegt ein Stück weit in der Kontinuität dieser damaligen Entscheidung. Und diese Entscheidung von damals gilt. Und insofern haben wir auch einen Rahmen für die anstehende Entscheidung. Man wird sagen müssen, warum begibt sich der Staat auf die Stufe des Beschuldigten? Der Staat ist ja dann auch nicht besser, wenn er genau das tut, was hier dem Steuersünder vorgeworfen wird. Nicht? Der Staat handelt möglicherweise anrüchig, wenn nicht gar rechtswidrig, um eine andere Straftat aufzuklären. Ich stelle mir die ganze Zeit den Leistungsaustausch vor. Geht da ein Beamter der Bundesregierung in den Wald mit Bargeld, um eine CD in Empfang zu nehmen? Das hielte ich für einen unerträglichen Gedanken. So darf es nicht sein, dass der Staat sich auf das Niveau eines Straftäters begibt. Der Staat darf nicht denjenigen, die hier Daten stehlen, personenbezogene Daten, die vertraulich gespeichert waren, dafür Prämien anbieten, dass sie gegebenenfalls dann diese Daten für irgendwelche anderen, mehr oder minder sinnvollen Zwecke dann verwendet werden. Wir haben alle Facetten dieses Problems beleuchtet und wir sind der festen Überzeugung, dass jeder Amtsträger, der jetzt handeln muss, sich eben nicht strafbar macht. Und deshalb werden wir uns bemühen, in den Besitz der angebotenen Daten zu kommen. Die christlich-liberale Koalition hat in der Regierungszeit jetzt einige wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Ich sage vor allem eine sehr schnelle Beratung des Haushaltes im Parlament, die Verlängerung der Kurzarbeit, die Umwandlung der Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit in Zuschüsse und steuerliche Maßnahmen, die wichtig sind für Wachstumsimpulse. 100 Tage schwarz-gelb, man kann auch sagen, 100 Tage nichts passiert. 100 Tage lang Stillstand in diesem Land. Alles, was wichtig ist, wurde verschoben. Ich kann mich nicht erinnern, meine Damen und Herren, dass eine Regierung, eine Bundesregierung, jemals so schlecht ins Amt gestartet ist wie diese. Das waren 100 Tage ohne Vorbereitung, voller Fehler und Pannen. Die Regierung hat ganz eindeutig versagt, weil sie selbst das, was sie ja immer ankündigt, nicht umsetzen kann. Und am deutlichsten können wir das natürlich sehen, dass überhaupt nichts unternommen wurde, um die Ursachen der Finanzkrise zu beseitigen. Die Banker tanzen der Regierung weiterhin auf der Nase herum. Es sind keine Steueroasen ausgetrocknet worden. Es sind keine Steuerschlupflöcher geschlossen worden. We are truly sorry for letting them down. Es tut uns sehr leid, dass wir Sie enttäuscht haben. Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Wir werden alles dafür tun, dass so etwas nie wieder passieren wird. Die Umsetzung ist jetzt in einer Weise erfolgt, dass sich das eher als bürokratisches Monster erweist für all jene, die damit umgehen müssen. Deswegen gibt es viel Kritik daran. Und ich finde, gute Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Lage ist, sich auch zu korrigieren, dann, wenn sie feststellt, dass Gesetze dem Praxistest nicht standhalten. Herr Röttgers und Herr Pinkwart sollten also nicht nur flöten, sondern dann auch Handlung folgen lassen, indem sie initiativ werden, zum Beispiel im Bundesrat, indem sie in ihren Parteien, FDP und CDU, CSU, werben. Denn bisher haben sie alles mitgemacht. Beide waren ja bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Nachdem von der schwersten Finanzkrise seit Jahrzehnten geprägten Jahr 2008 erzielten wir 2009
Wieder einen Gewinn nach Steuern von 5 Milliarden Euro. Wir finden, dass dies ein ehrgeiziges Vorhaben ist und wir finden, dass dieses Sparprogramm, was seine Ziele angeht, erreichbar ist. Wir unterstützen daher das griechische Programm. Wir geben den griechischen Behörden Vertrauen und unsere Unterstützung, damit sie ihre eigenen Pläne umsetzen können. Wir geben Vertrauen und unterstützen die griechischen Behörden, um ihr eigenes Programm zu implementieren.